Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Wir haben das letzte Mal aufgehört bei diesem wunderschönen Stadtbild, das sehr dazu einlädt, da keinen Urlaub machen zu wollen. Und wir müssen irgendwie von diesem Turm runterkommen. Ich weiß gerade nicht, wie weit runter geht es denn da? Nicht ganz so weit, wie ich brauchen würde. Was liegt denn da alles drin? Sind das alles leere Tanks oder sowas? Oh, hier kann ich. So ist cool. Das geht. Nee, das war zu hoch. Ui, das war viel zu hoch. Scheiße. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte nämlich gerne mal. Boah, wie viele Viecher hatte, das kann sich kein Schwein vorstellen. Ich wollte mal in diesen Tank gucken, der ja so schief steht. Dazu müsste ich aufs Zimmer. Och. Es geht ja gut los. So, nun. Was ist denn da drin? Lauter Steine. Mit denen ich nicht werfen kann. Ist ja langweilig. Ich dachte, da ist irgendwas Cooles drin. Okay. Nichtsdestotrotz. Ach so, und alles, was mich davon abgehalten hat, dadurch die Tür zu gehen, ist diese Mauer, die ich auch anders umgehen kann. Alles gut, ich fühle mich wohl. Da sind haufenweise Ratten. Und ups. Und da lang. Und sobald ich wieder aufgeladen habe, dortens. Hier ist nach wie vor niemand. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieser Backstein gut sein soll. Ich werfe den jetzt einfach mal. Wo werfe ich den mal hin? Ist der hier irgendwo? Nö, den werfe ich jetzt mal zu dem darüber. Ich hab's sogar getroffen. Das war lustig. Und nun? Wie weit? Geil, weit genug. Wenn ich eins nicht will, dann ist das hier runterfallen. Gut, dort war nix. Das heißt, es sieht aber auch geil aus, wie das hier leuchtet. Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal so richtig auf. Schon sehr cool. Walöl. Ich will nochmal F5 drücken. Was ist da? Ach so. Gut. Und wir gehen zurück zu dem Ort, von dem wir kommen. Mensch, ich dachte, der steht auf. Das brauche ich ja alles nicht. Darunter werde ich auch. Ich werde einen Teufel tun, darunter zu gehen. Ich werde sogar einen Teufel tun, überhaupt über die Treppe zu gehen. Einfach weg hier. Okay, jetzt geht's dahin. Ah, ich erinnere mich wieder, was wir jetzt machen müssen. Und der Weg führt mich über hohe Wege. Das tut schon allein richtig gut, diese Liste jetzt hier wieder so voll zu sehen. Solche Schleimviecher gibt es hier unten auch nicht mit Perlen. Ich will mal schleichen. So, und die können ja jetzt überall sein. Die rennen ja auch auf den Dächern rum und überall. Ich habe gerade Cold Mirrors Let's Play von Harry Potter gesehen und wünsche mir sehr diesen Tarnumhang. War das der, den ich gerade gesehen habe? Ich weiß nicht, ob das der einzige ist. Die können überall sein. Mein Blick reicht nicht so weit. Und jetzt ist doch gerade. Ich habe doch gerade eine Klinge gehört. Irgendeiner ist doch gerade noch aufmerksam geworden. Boah, bin ich paranoid, Mann.
Da ist noch einer. Der ist doch auch gerade. Ach nee, da ist er nur. Toll. Jetzt brauche ich tatsächlich zwei Bolzen pro Typ. Weil die sich einfach nicht in den Kopf schießen lassen wollen. Okay, durch den Blick sehe ich nichts. Wobei die drei, die ich jetzt erlegt habe, die habe ich auch nicht durch den Blick gesehen. Ich gebe mich mal der Illusion hin, sicher zu sein. Auch nicht großartig woanders lang. War es jetzt noch gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe? Bahnhofsbüroschlüssel. Liegt da noch irgendwas Blinkendes, was ich nehmen kann? Ich sehe gerade nichts bei dem Gewusel. Und der andere war da oben. Da will ich auch mal noch ganz kurz hingucken. So, jetzt sehe ich nicht. Jetzt. Jetzt. Noch ein Schlüssel. Was zu essen wäre auch geil. Noch ein Schlüssel. Bahnhofsbüro. Ja, Wahnsinn. Danke, toll. Und? Karte. Stand da gerade Sklavenrouten? Gut, da scheint jetzt keiner mehr zu sein, ne? Da unten lang zu gehen, traue ich mich trotzdem nicht. Bahnhofsbüroschlüssel. Okay. Gut. Das ist schon cool. Ich möchte auch irgendwann mal irgendwo eine Treppe haben, wo Wasser runterläuft. Ja, und außerdem ein Haufen Geld und all sowas. Was, hier stand auch noch was? Hier. Musik? Ob ich da oben auch noch was? Ich... Scheiße. Ich habe ja ganz vergessen, nach den Herzen... Ich muss irgendwo noch das Herz unterbringen. Dann nehmen wir... Wo ist denn das Herz? Hier. Das mal auf die 6, statt der Granaten. So oft benutze ich die noch nicht. Da gibt es einen Knochenartefakt. Ich wäre fast dran vorbeigerannt, Freunde. Als der Damm brach, wurden viele seltsame Dinge überschwemmt. Oh, da liegen meine Bolzen. Die Ratten tun mir jetzt nicht so viel, ne? Die nehme ich. Gott sei Dank blendet die Lampe nicht. Wie komme ich denn jetzt in ein anderes Stockwerk? Das ist ja... Da, das Knochenartefakt. Na gut, das schaffe ich vielleicht noch so. Hem! Da ist das. Hä? Die sind ja überall. Was macht der denn da? So kann es aber nicht liegen bleiben. Na, da bin ich ja froh, dass sie dabei wenigstens noch Geräusche machen. Da kriegt man ja eine Macke. Komme ich bis dahin? Vermutlich nicht, ne. Nee, nicht mal annähernd. Aber hier hoch komme ich. Und von da aus darüber. Puh. Hui.
Verzeihung. Ach so, ich wollte ja sowieso mal da oben hoch. Man darf ja nichts auslassen. Ach, guck mal, ich wette, der hat jetzt einen ganz besonderen Schlüssel. Bahnhofsbüroschlüssel. Was es nicht alles gibt. Wo ist jetzt... Ist hier ein Weihnachten? Ja. Ich verballere ziemlich viel Munition. Ach, Quatsch. Oh, ein Bild! Das ist bestimmt ein Bild. Und das Letzte, was sie spüren. Sonst ist ja keiner, ne? Bild! Von sich selbst offenbar. Die kommunikativen Ratten und der Weiner. Okay. So kann man das natürlich auch nennen. Kommunikativ. Und dann... Da geht's auch noch irgendwie lang. Boah, kommt das weit. Alter, hui. Scheife. Krass. Genau, und ich wollte nämlich irgendwo hier lang. Als ich, boah, das ist alles so groß hier. Da komme ich doch nie im Leben überall hin. Geh mal da hin. Zurück. Oh. Ob auf dem Wasserturm was ist? Ich mache hier meine kleine Erkundungstour draus, weil ich mich ein bisschen... Herrlich. Weil ich mich ein bisschen ziere, hier weiterzugehen. Geh doch mal da hoch, du Vogel! Sag mal. Eben nicht. Wo wollte ich denn überhaupt? Ich habe ihn gesehen. Da drüben habe ich ihn gesehen. Da lief er rum. Da. Den treffe ich nie im Leben von hier aus. Vor allem nicht, weil er seinen Kopf immer nur so kurz in der Kamera hält. Oh, ich höre schon wieder was. Okay, aber irgendwie... Ich schleiche mich da mal so ein Stückchen in die Deckung. Und dann... versuche ich mal... da hinzukommen. Ich will das alles mal ausprobiert haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich da jemals schon mal war, da hinten. Warum geht das denn nicht? Bis dahin komme ich niemals, nee. Ist das nicht schon, dass das auf der... Nee. Ah, oh, ich bin schon wieder mit der Hand verrutscht. Schleich mal die um. Ich weine dem Schlüssel jetzt mal nicht hinterher, weil ich so eine ganz grobe Vermutung habe, was das wohl für einer sein wird. Und ansonsten... Oh, was hier alles passiert, wenn man gar nicht dabei ist. Oh, dieses Geräusch. Da liegt nur noch so ein bisschen... Da liegt Mana-Trank!
Und irgendwas ist hier noch. Wo ist denn jetzt? Hier, Herz, da. Da, ich bin ganz nah dran. Jetzt weiß ich wieder, warum ich überhaupt hier bin. Jetzt dürfte mich ja so langsam aber sicher mal keiner mehr behelligen. Und wie komme ich da jetzt rein? Da läuft... Ach nee, das ist nur ein Weiner. Gut, dann... Da lang... Essen brauche ich nicht. Oh, ich will mal kurz nochmal... Zwei! Scheiße! Ich hasse die. Es geht mir nicht darum, dass ich Angst vor denen habe. Ich möchte einfach nur nicht mit denen kommunizieren. Na gut, den einen kriege ich vielleicht auch noch so auf der Reihe. Eine Frau auch noch. Das nehme ich. Das nehme ich auch. Damit ist Ruhe. Donovans Tagebuch. Nein, wir lesen jetzt nicht fremde Tagebücher. Hier liegt Geld rum, was man ja alles verpasst, wenn man nicht aufpasst. Und den Rest... schenke ich mir jetzt mal, dass hier noch ein bisschen was passiert heute. Aber nicht ohne mich vorher trotzdem noch mal ausgiebig umzusehen. Ich bin so neugierig. Ist egal. Wie gesagt, Geld brauchen wir sowieso nicht mehr. Weil ich mal stark vermute. Na und selbst wenn, haben wir ja mittlerweile so ziemlich alles. Geht denn jetzt zurück? Hier lang. Bin ich eigentlich ganz woanders hin will, Freunde. So. Wo ist denn jetzt der Pfeil? Da geht's lang. Oh! Mensch! Ich mach das nicht mehr absichtlich. Gut, hier spawnt gerade keiner mehr. Ich nenne das mal Spawnen. Da oben noch? Nee. Gut, da nochmal F5. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich will nochmal kurz einen Schluck Mana nehmen. Wie viel Zeug habe ich jetzt noch? 9 und 9. Das ist annehmbar. Und wie viele Bolzen? 21. Ich will mal so vorsichtshalber diese Zeitlupe da. Bahnhofsbüroschlüssel. Ich bin erschüttert, dass wir über sowas verfügen. Ihr erlebt mich etwas angespannt. Und diese lange Ladezeit jetzt macht es gerade nicht besser. Deswegen, aus solchen Gründen bin ich froh, wenn ich dann vorher nochmal abgespeichert habe. Weil das selbst mit einem 800-Euro-Laptop offenbar passieren kann, dass sich solche Spiele aufhängen und einfach nicht mehr weitermachen wollen. Und auch oft bekomme ich danach sowas irgendwann einfach... Entweder passiert stundenlang gar nichts, oder ich kriege auf einmal einen Bluescreen oder einen Blackscreen. Jetzt wäre es gut, wenn ich irgendwas zu erzählen wüsste. Aber ich bin derzeit eigentlich relativ froh, dass mir überhaupt irgendwas einfällt, was ich zu dem Spiel bequatschen kann. Ich bin überhaupt nicht so die Person, die von sich aus anfängt, irgendwas zu erzählen. Das ist auch ganz schwierig, weil ich gerne chatte. Ich bin sehr in mich gekehrt. Ich chatte wesentlich lieber, als dass ich rede, weil Schreiben fällt mir leichter als Sprechen. Und von daher macht es schon mal sehr viel Sinn, den Let's Play zu spielen, weil man da ja so viel schreibt und so wenig chattet, redet. Wie dem auch sei. Worauf wollte ich hinaus? Was wollte ich erzählen? Achso, habe ich schon mal erwähnt, dass ich vergesslich bin?
Wenn ja, habe ich es vergessen. Jedenfalls fällt es mir aus solchen Gründen dann auch immer recht schwer, irgendwie ein Gespräch zu beginnen. Ich muss immer warten, dass jemand anfängt, mit mir zu schreiben, weil ich von mir aus einfach keine Ahnung habe, was ich erzählen soll. Und ich glaube, das hier kriegt sich so schnell jetzt nicht mehr ein. Vielleicht beschleunige ich das dann hinterher einfach etwas. Oder fällt mir vielleicht noch irgendwas Interessantes ein? Ich weiß es nicht. Mann! Ich will warten. Ich will das nicht beenden. Allerdings sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten, was vielleicht gar keine so schlechte Zeit ist, um die Folge zu beenden. Und dann versuche ich hinterher einfach nochmal das zu laden. Ich glaube, so machen wir es dann noch einfach, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Wenn verbessert, verstärkt deine Maske den Ton, wenn du an dein Ziel heranzoomst, ja. Und das ist wenn verbessert. Und das lässt mich irgendwie glauben, ging das schon immer mit dem Zoomen? Haben wir das nicht ganz am Anfang gekauft? Weil ich habe es vorher noch nie gemacht. Der überschwemmte Bezirk war einst der blühende Rudshaw-Finanzbezirk. In dem waren wir jetzt. Okay, ich hör jetzt auf. Also, das ist ja jetzt bescheuert. Okay, ich danke für die Geduld. Wenn du es bis hierher angehört hast, dann bedanke ich mich doppelt und dreifach, weil ich jetzt bestimmt schon wieder 5 Minuten nur quatsche. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es funktioniert dann auch wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Alles Gute und adieu. So eine Scheiße. Jetzt minimier dich doch. Jetzt minimiert sich nicht. Ah.